Ich studiere Geschichte und Französisch auf Lehramt für Gymnasien. Ich studiere Wirtschaftspsychologie. Ich habe nämlich auch einen Zwillingsbruder, der studiert halt auch noch und da ist so ein Stipendium auf jeden Fall hilfreich. Weil mich das Angebot überzeugt hat. Weil ich glaube, dass die FES zu meinen ganz persönlichen Interessen am besten passt. Dieses ganze Netzwerk, dass man auch einen Mentor hat und auch ideell betreut wird, das finde ich ziemlich gut. Es gibt viele Gründe für ein Stipendium bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dabei ist es egal, ob du aus Deutschland bist oder aus dem Ausland zum Studieren nach Deutschland gekommen bist. Ob deine Eltern studiert haben oder nicht, du allein zählst. Wir unterstützen dein Studium oder deine Promotion. Wichtig ist uns dabei dein Engagement für die soziale Demokratie. Aber das ist nicht das einzige Kriterium. Wir vergeben Stipendien an besonders Begabte, besonders Engagierte, Stipendiatinnen und Stipendiaten. Das heißt, die müssen schon im Studium sich hervorgetan haben und die müssen sich für die Gesellschaft engagieren. Auch Studienanfänger und Anfängerinnen, die noch keine Chance hatten, mit Studienleistungen zu punkten, können sich bereits vor oder im ersten Semester bewerben. Voraussetzung ist ein Abischnitt von 2,0 oder besser. Bewerben kannst du dich ganz einfach online. Kommst du für eine Förderung in Frage, fordern wir weitere Unterlagen von dir an. Es folgen zwei persönliche Auswahlgespräche und danach die Entscheidung im Auswahlausschuss. Eine lebendige, innovative Gesellschaft braucht Bildung, Wissenschaft und Forschung als Rückgrat. Der gerechte Zugang zu Bildungschancen ist deshalb ein wichtiges Anliegen unserer Studienförderung. Das findet auch Akin. Als Sohn türkischer Eltern und als erster Studierender in seiner Familie will er seine Chancen weitergeben. Seit 2 Jahren engagiere ich mich in einem auch von mir mitgegründeten Verein namens Integrator. Und da gehen wir halt an Schulen und machen den Eltern klar, was das deutsche Bildungssystem eigentlich ist und bietet. Die FES fördert dich nicht nur finanziell, sondern auf gleich mehreren Ebenen. Persönliche Mentoren beraten dich in Bildungsfragen und geben konkrete fachliche Studienunterstützung. Ein Netzwerk aus Stipendiaten und Ehemaligen bietet Anknüpfungspunkte. Und spannende Seminare zu fachlichen und gesellschaftspolitischen Themen vertiefen dein Wissen. Denn uns ist es wichtig, dass du dich für die Gesellschaft einsetzt. Wie du das nach dem Studium machst, entscheidest du selbst. Bei der FES kommen viele verschiedene Menschen zusammen. Jeder hat seine eigene Geschichte und ganz eigene Hindernisse auf dem Weg zum Stipendium zu überwinden. Wie die Stiftung dabei hilft, weiß auch Seminarleiterin Katja. Hab eben auch im Hospiz zum Beispiel gearbeitet, habe da auch ganz viel für mich gelernt und fand es ganz toll, dass die Stiftung mich dann auch dafür honoriert hat. Also mir dann auch gesagt hat, das find's nicht nur, also ist nicht nur ein tolles Engagement, sondern wir finden auch, dass das wichtig ist für die Gesellschaft. Wichtig, das sind bei der FES alle Stipendiaten. Worauf wartest du also noch? Bewirb dich jetzt! Ich werde dich allen beweisen, du kannst es, du schaffst es, du wirst es sein.